Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scum. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und als allererstes mal ein dickes fettes Sorry für gestern. Da ist die Folge leider ausgefallen. Das Ganze hatte Gründe. Der ganze komplette YouTube-Kanal von mir war gestern still, also da kam nicht ein Video. Aber das werde ich euch im Verlauf des Videos einfach mal erzählen, warum. Gut, nichts Besonderes, also nichts Wichtiges. Gut, davor die Folge, vorgestern habe ich ja nach neuen Admins gefragt. Das Ganze hat auch so ein bisschen um sich geschlagen. Ich habe auch sehr viele blöde Kommentare auf Discord bekommen und auch in den Kommentaren selber. Da will ich heute nicht so direkt drauf eingehen, weil mir das einfach momentan zu viel wird sonst. Ne? Ich will mich ja mit keinem streiten oder sowas, bevor das da irgendwie eskaliert, um Gottes Willen. Gut, zwei neue Admins sind aber dennoch ausgewählt worden von mir und auch mit Absprache natürlich der anderen beiden Admins, Kinnick und Opa. Ausgewählt habe ich auf jeden Fall Ao Guang und den Hetral. Ao Guang wurde auch sehr, sehr oft, also auch Sneaky Pete, ne, genannt. Wurde auch sehr oft vorgeschlagen über Discord und über den YouTube-Kommentaren. Und Hetral habe ich auch selber ausgewählt. Ist auch der, der mich damals erschossen hat, da wo ich so eskaliert bin und völlig unnütz eskaliert bin. Hat aber damit nichts zu tun. Sehr eifrige Menschen. Der Ao Guang hat auch schon einiges ausgearbeitet. Das werde ich euch im Verlauf präsentieren. Gut, weil ich ungefähr 10 Milliarden Sachen sagen will und gehe mal in eine andere Perspektive. Hat mir wieder viel zu viel vorgenommen für das Video, verdammt. Fange ich direkt erstmal mit den Top-Kommentaren des Tages an. Ich will endlich wieder die Top-Kommentare haben. Da habe ich als allererstes mal den, boah, ich kann den Namen nie aussprechen. Ich sage einfach mal Branko. So, Hauptsache ein Quad im Flur. Jawohl. Und einmal den Sony 2. Tim, darf ich dein Hater sein? Ja, ich bin ja mal wieder auf die Hater eingegangen, ich Trottel, ne? Ja, gerne. Ne? Ich fühle mich sehr geehrt, von dir gehatet zu werden. Nein, Quatsch, du meint das nicht böse. Glaube ich jedenfalls. So, gut. Ihr merkt schon, ich rede viel zu schnell. Muss ich gar nicht. Wir haben 10.31 Uhr. Bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen. Hatte einen sehr entspannten, ruhigen Dienst. Zum Feierabend einen Einsatz bekommen, ne? Kurz vor Feierabend. Das war mal ärgerlich, aber ist halt so. Und will erstmal, genau. Ich habe mir hier sogar eine Liste gemacht, ne, mit Events und mit den Admins, aber die habe ich ja gerade gesagt. Auf das letzte, wie hieß es, Entwickler-Update. Ne? Die Entwickler hauen ja manchmal so Informationen raus, woran sie gerade arbeiten und was da so demnächst eventuell kommt. Das sind ja immer ganz viele Sachen, die schon ewig her sind, wo sie vorgeschlagen wurden und auch nie kamen. Aber bei manchen Sachen erkennt man einfach grob, dass die tatsächlich schon sehr weit fortgeschritten sind. Ne? Ich habe da ein paar Bilder vorbereitet. Das erste wäre zum Beispiel das Fahrrad, das wir uns tatsächlich auch damals gewünscht haben. Das auch schon sehr final aussieht, finde ich. Es hat leider nur keinen Hintergrund, das Bild. Da weiß man noch nicht, wie weit die sind. Es wird natürlich lahm sein, aber es ist ein Fahrrad. Ne? Finde ich schon mal cool. Wenn das reinkommt, wäre das schon wann witzig, ne? Das zweite Bild war das Sniper, das ist M82, hoffentlich habe ich das jetzt richtig gesagt, ein sehr starkes Scharfschützengewehr, wo die auch schon lange dran arbeiten. Man sieht auch an den Texturen, dass die da noch nicht so weit entwickelt sind, aber es kann natürlich auch ein älteres Bild sein, ne? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie da auch schon die Animation, wie man damit liegt und sowas. Das ist schon ein gutes Zeichen, dass das eigentlich schon bald in naher Zukunft kommen könnte. Ne, also ziemlich interessant, muss ich sagen. So, dann habe ich noch eins. Das ist dann ein Supermarkt, den sie vorgeschlagen haben. Oder besser gesagt, vorgestellt haben. Das sind halt neue Gebäude, die wir finden werden. Die von innen ziemlich, es sieht ziemlich ramponiert aus. Ich wollte nicht alle Bilder raus, sondern die könnt ihr euch bei Steam natürlich selber angucken. Also von innen sehr ramponiert und da wird wahrscheinlich sehr viel Essen und Trinken zu finden sein. Ich wüsste nur nicht, wo die so ein riesen Einkaufszentrum plötzlich nochmal hinhauen könnten. Ne? Also eins könnte ich mir vorstellen, irgendwo auf der Map, aber viele davon wären schon echt krass. Ne? Gut, dann habe ich gesagt, der Ao Guang, mein Gott, ich will noch looten gehen. Der Ao Guang, der ist ein super eifriger Typ, muss ich sagen. Also ich weiß ja jetzt, was er arbeitet und so, aber ich verrate euch natürlich nichts. Ne? So, außer er will's. Und der ist wirklich sehr, sehr eifrig gewesen. Auch der Hetral hat schon ein paar Vorschläge gemacht. Also sie sind wirklich tolle Admins, muss ich sagen. Ich weiß noch nicht, wie viel hier passiert ist auf dem Server und wie viele davon auch schon wissen, dass das die Admins sind, aber jetzt ist es ja durch diesen Video ganz, ganz offiziell. Der hat auf jeden Fall so eine Liste erstellt mit Zigarettenschachteln. Wir haben ja gemacht, dass wir Schachteln nehmen und da gibt es dann Ruhmpunkte für. Da wir im Spiel jetzt rausgefunden haben oder bemerkt haben, dass es einfach viel zu viele Zigarettenschachteln gibt und meine Preise dafür oder die Ruhmpunkte, die man dafür bekommt, viel zu heftig sind, hat der Ao Guang diese Liste da erstellt.
Die werden wir auch auf Steam veröffentlichen. Das kann der Kenny gerne tun. Wenn du ihn das schickst, lieber Ogwang. Also ich werde es wieder verpassen oder verpeilen, ihr kennt mich ja. Und da gibt es dann Gegenstände für die Schachteln erstmal. Und da sind zum Beispiel auch für 17 Schachteln volle. Und da zählen auch die Lucky Strike-Dinger da. Nee, gar nicht, die heißen ja anders. Das sind ja keine originalen Zigarettenmarken. Aber ihr wisst, welche ich meine. Die findet man jetzt mittlerweile auch schon so oft, dass das sich einfach nicht lohnt. Ne? Also diese Liste würde ich tatsächlich so gerne übernehmen, wenn ihr natürlich alle damit einverstanden seid. Und das mit den Ruhmpunkten müssen wir mal schauen. Wie gesagt, das wird einfach zu viel, wenn du jetzt jeden Spieler, der hier gerade ist, Ruhmpunkte geben musst für Zigarettenschachteln. Da ist es einfacher, wenn man das so tauscht in Events. Ne? So, Zukunftsevents hatte Augwang auch ein paar geplant, genauso wie der Hetral. Ich habe jetzt drei Events. Eins wird mir sehr oft vorgeschlagen. Das erste Event ist Mario Kart. Das fand ich eine coole Idee. Das würden wir natürlich anders nennen wegen rechtlichen Gründen. Ich kann jetzt währenddessen auch ein bisschen looten gehen, oder? Ja, das stört euch bestimmt nicht. Dass wir auf irgendeiner der etwas größeren abgelegenen Inseln, die nicht auf dieser Hauptinsel sind, wir können ja mal gucken, na hier oder da, so eine Art Kartrennen machen. Jetzt nicht mit erster, also nicht mit einer Rennbahn, die kann ich ja schlecht darstellen. Als Beispiel nur die Insel da unten. Und da geht es dann um Rammen und um Vernichten. Also eher so ein Mario Crash Test Derby. Nee, Test ohne Test. Crash Derby. Das fänden wir alles, glaube ich. Also, ich finde es eine geile Idee und würde fragen, wie ihr das so findet. Ne? Also, die Community will ja, soll ja mitentscheiden und machen und tun. Ne? Ein Airfield Sneaker Event hat der Augwang auch noch vorgeschlagen. Es gibt dann Kisten auf der. Auf dem Airfield, wo verschiedene Items drin sind, die Spieler starten mit wenig Ausrüstung, halten mit zwei, drei Bandagen oder sowas und müssen sich dann übers Airfield zu den Kisten wagen und das Ganze dann besorgen, was wir dann da als in den Kisten haben und verstecken. Dann besorgen und ja, der Erste, der dann zurückkommt, kriegt dann 300 Ruhmpunkte, sodass man immer diese Ruhmpunkte verteilen kann. Wenn ihr wisst, was ich meine, jetzt nicht durch Zigarettenschachteln. Und ja, das wäre das so eines der Events. Ne, das dritte, was verdammt oft vorgeschlagen wird und wir das wirklich mal irgendwann machen müssen, ist Boxen. Das ist auch nochmal von Augwang vorgeschlagen worden. Ich glaube auch von Hetral auch nochmal. Also, das müssen wir unbedingt mal machen. Das ist ja sehr, 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 sehr interessiert, sind die Leute daran und das will ich unbedingt mal ausprobieren. Wo wir dann halt mit verschiedenen oder festen Regeln drangehen. Ne? Wie zum Beispiel, dass man in Unterhose boxt. Ne? Ist ja egal eigentlich, weil ich glaube, so hätte man zu viel Rüstung. Dass man dann halt nur diese komische, die man jetzt bei mir nicht sieht, Sporthose anhat. Und wenn man dann merkt, so, oh, wenn er mich jetzt nochmal haut, bin ich tot, legt man sie auf den Boden und dann ist der Kampf dann verloren für den. Also sowas zum Beispiel. Also Ideen gibt es genug, wir müssen sie jetzt nur umsetzen. Neue Admins sind da und sind auch beide jetzt schon äußerst fleißig, wenn ich das so richtig sehe. Und da freue ich mich natürlich auf mehr. Boah, jetzt habe ich in 7, 8 Minuten habe ich jetzt alles abgeklappert, was ich abklappern wollte. Heftig, ich habe aber bestimmt wieder irgendwas vergessen, ihr kennt mich. So, gut. Ja, ich wollte auch immer im Verlauf immer so Ruhmpunkte einkassieren für Zigarettenschachteln und sowas. Das Ganze ist aber einfach unglaublich viel Arbeit gewesen und ja, das habe ich alleine nicht auf die Kette gekriegt. Der Opa war momentan nicht da, der König spielt auf dem Server selber nicht, der managt eher den Discord und da ist das jetzt halt einfach so entstanden, dass alles so ein bisschen außer Struktur geraten ist. Ne? Wo ich auch stark für kritisiert wurde. Und das hat mich auch am letzten Tag, also wo die Folge veröffentlicht wurde, so ein bisschen verärgert, muss ich sagen, weil wir ja trotzdem immer noch eine geile Community sind. Und Strukturen von mir angeprangert werden und sowas, also keine Strukturen. Sorry, muss das erledigen. Und ja, ich gebe mir hier große Mühe, ne? Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich hier der God of Admins bin, um Gottes Willen. Ich bin der wohl am allerwenigsten leistet von allen Admins. Mache meine Folgen hier und bin meistens dann wieder weg, ne? So ehrlich muss ich halt zu mir sein. Warte mal, muss ich was wegwerfen. Eine Patrone. Und ja. Hoffe, dass das jetzt ein wenig mehr Spaß machen wird für die Leute, die hier spielen, obwohl mir auch ganz viele liebe Kommentare geschrieben wurden, dass es trotzdem, es macht ja Spaß. Das Spiel ist ja von der Struktur selber her ziemlich schwierig, ne? Also da jetzt was zu managen, dass das hier alles rund läuft, ist ja eigentlich unmöglich, ne? Also das kriegen wir gar nicht hin, ne? Dass natürlich hier und da wieder einer erschossen wird, ist völlig normal, ne? Gut, ich glaube, ich brauche gar nicht weiterrennen hier, oder? Der Gang ist ja nur noch langweilig.
Oder ist da oben das gewesen, was ich suche? Gut, eine M16 würde ich noch gerne mitnehmen. Ich habe ja eine verbummelt scheinbar wieder. Eine MK18. Ich hatte doch zwei, wenn ich mich nicht richtig täusche. Ja, ich bin ein bisschen müde von der Arbeit, also nicht. Ich hatte zwar einen schönen Dienst, aber ich kann da nie gut schlafen. Aber ich hatte, glaube ich, zwei. Und jetzt habe ich nur noch eine. Das heißt, ich habe sie mal wieder vorm Ausloggen auf den Boden gelegt, scheinbar. Ne? So wie ich halt bin. So, ich würde jetzt dieses Hände-Gesicht klatschen machen, aber bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich so gemacht habe. So, gut. Hui. Anstrengende Folge. Quatschfolge, Tim-Folge. So. Also ich will versuchen, das Ganze hier alles so ein bisschen eventlastiger zu kriegen. Und ja, dass das auch wirklich jeder mal hier und da zu so einem Event teilnehmen kann. Was ihnen so Spaß macht. Denn es gibt ja immer noch Sachen, die machen den anderen vielleicht ja keinen Spaß. Ne? Man kann halt nicht jedem gerecht werden. Ist halt schwer. So. Kleiner Bunker. Oh mein Gott, das ist bestimmt weg, ne? Jetzt konzentrieren wir uns ein bisschen aufs Spiel. Denn manche interessiert das ja gar nicht, was auf dem Server abgeht. Die gucken ja tatsächlich nur die Videos und fühlen sich dann genervt von dem Rumgequatsche über dem Server so. Und die ganzen Zeit, die wollen ja einfach nur sehen, wie wir hier rumrennen. Und ja, die möchte ich natürlich nicht die ganze Zeit jetzt nur von diesen Admin-Zeugs reden. Darum geht es ja nicht nur, ne? So, Fett essen. Ich will das auch ein bisschen einschränken mit den Fettfressen und den Fettwerden. Das sollte nicht mehr ganz so der Schwerpunkt sein. Das habe ich scheinbar ein bisschen zu doller als Schwerpunkt gesetzt. Wurde mit der Zeit jetzt aber auch für mich persönlich langweilig. Ich werde natürlich weiter essen, essen, essen und überleben. Aber jetzt nicht mehr so, dass das jetzt das Allerwichtigste des Wichtigsten ist. Ne? Das sehe ich so auch ein. Zack. Ich esse jetzt mal auf. Das sind dann die spannenden Momente meines Gameplays gewesen immer. Boah, ich habe aber noch so viel Zeugs, ne? Noch ein ganzes Magazin dafür. Das ist schön, Alter. Ich habe richtig gute Sachen. Ich will das Ding mal auf dem M16 setzen. Ja, da habe ich Bock drauf. Jetzt habe ich zwei sogar. Ich verpulver gerade so viel Platz für Mumpitz wieder, wie ich sehe. Aber richtigen Mumpitz. Ja, die dunkle Gesichtsmaske wollte ich behalten. Das können wir tatsächlich einmal umsortieren in das Leere. Ja, ich versuche heute ein bisschen strukturierter vorzugehen. Ist halt wichtig, ne? So. Ja, es waren aber leider auch ein paar dabei, die über Discord geschrieben haben und sowas und das alles sehr kritisiert haben. Es ist wirklich nicht einfach, sowas zu managen hier, ne? Vor allem, wenn man davon gar keine Erfahrung... Ich habe ja keine Erfahrung mit großen Communities oder sowas, ne? Null, ne? Also ich mal so viele auf einen Schlag hatte, die ein Spiel spielen und ein Video bei mir gucken. Was haben wir hier? AK? Mal gucken kurz. Und dann werde ich sehr schnell, oder bin auch sehr schnell aus meiner Reserven gelockt worden. Muss ich leider so zugeben. Ist natürlich nicht so geplant. Und gebe ich auch nicht gerne offen zu, dass ich dann mal merke, so geil, Alter, ich komme überhaupt nicht mehr klar. Und dann auch ein bisschen Hilfe mir besorge, ne? So, jetzt habe ich diese schwarze Jacke gefunden. Das ist mega geil. Und tausche die gegen die aus hier. Weil es einfach einfacher ist. So. Zack, zack, zack. Die schwarze Jacke ist echt gut, ey. Da bin ich jetzt ein bisschen happy rüber, muss ich zugeben. Geht auch gleich raus, keine Sorge. Na, nimm's. Also mir liegt das Spiel Scum tatsächlich sehr am Herzen. Ihr seht, ich gebe mir große Mühe, wenn ich so ein paar News rauskriegen kann. Wenn ich mal wieder so schlau war und drauf geguckt habe. Und gestern war ich ja auf der Arbeit, 24 Stunden. Da hat man natürlich ja dann keine Zeit, was zu machen auf YouTube. Ich könnte mit meinem Notebook was machen, aber das wäre mir zu doof, da in der Wache noch Videos zu machen. Denn da guckt mir erstmal über einer über die Schulter, der keine Ahnung davon hat. Und lacht mich dann nur aus. Ne? Man weiß ja nie. Nein. Könnte Videos machen, aber ich glaube, das ist auch nicht so angebracht in der Rettungswache. So. Außerdem ist das Notebook so laut am Pusten, dass das nervt. Also dieses Predator-Notebook, was ich habe von Acer, Acer, wie sagt man das überhaupt? Ist ein schnelles, flinkes Teil, ne? Aber der Lüfter. Also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Der dreht so schnell, dass das irgendwie auf die Psyche geht. Das fühlt sich an, als ob der gleich da rausfliegt und mir den Kopf abschneidet, der Lüfter, ne? Weiß nicht, ob man das irgendwie regulieren kann. Also man kann den langsamer machen, aber dann wird er natürlich zu heiß.
Ne, bei manchen Anwendungen etc. Ne, das ist halt so. So, kein MP, kein M16 gefunden. Schade. Wir gehen mal Richtung Ausgang. Ist das hier? Ja, ne? Aber hier liegt ja oft eine Waffe davor mittlerweile. Vor den Eingängen. Natürlich jetzt nicht. So, jetzt weiß ich nicht, wie ich hier rauskommen soll. Bevor ich jetzt überhastig da rausrenne. Ups, sorry, ich hab Mikrofon geschlagen. Also wenn er jetzt so vorbeiläuft, könnte man so losrennen, denke ich mal. Ich muss leider ein bisschen warten. Und dann komme ich rechts oben über die Berge oder was auch immer da ist, weg. Weil ich gehe davon schwer aus, dass mein Quad hier verschwunden ist. Dass das entweder einer gefunden hat, zufälligerweise. Das gibt genug Zeit, wenn der vorbeiläuft, ne? Also nicht, wenn er jetzt vorbeiläuft, das meine ich nicht. Schluck Kaffee. Schon so viel getrunken hat wieder. Hängt voll die Überwachungskamera da oben. Voll gruselig, hier im Bunker wird hier überwacht. Wer hätte damit gerechnet? Ich bin aber auch hier oben am Arsch der Welt, ne? Scheiße ist das. So. Hoffentlich klappert mein Rucksack nicht so dolle. Boah, ist das nah, ey. Drohne, hau ab. Loch, Loch, da. Loch entdeckt. So. Jetzt bin ich damals, was heißt damals? Vorgestern, beim Haupteingang da reingegangen. Und werde dann nochmal nach dem Quad gucken. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass ich hier so locker rauskomme. Bist du einiges an Munition? Hau ab, Mann! Hab einiges an Munition. Für die MK18. Genau, wir sind durch die. Das waren ja so zwei Eingänge, ne? Das sah so komisch aus, wo ich da das letzte Mal war. So. Freitag habe ich kein Frei bekommen. Leider nicht. Hat keiner frei bekommen bei uns. Und da war eigentlich geplant, ein bisschen was. Also kein Stream jetzt direkt. Aber ich wollte übers Wochenende ein bisschen was machen. Aber da, wenn ich hier arbeite, nie wieder 24 Stunden, ist wieder ein bisschen Stress angesagt. Also sorry dafür. Schon mal, dass hier und da mal wieder was ausfallen kann. Ich weiß nicht mehr. Ich habe, glaube ich, sehr nah gestanden, ne? Das stand denen sehr nah, diesem Eingang. Und das Spawn tut das Squad ja eigentlich nicht, ne? Ich habe ja noch eins im Klo stehen. Das ist ja gut. Dann machen wir heute eine kleine Wanderfolge. Ich dachte, da steht das Quad, das war nur doofer Stein. Oh, jetzt hat er mich gesehen. Da gehört, wie ich die Waffe genommen habe. Kann das sein? Was springst denn du jetzt? Boah, der Sound ist ja mega von dem Ding. So. Gut. Ich hoffe, ich habe alle Punkte jetzt besprochen. Also, warum jetzt keine Videos kamen? Gestern war einfach, ich hatte zwei Kinder, also meinen eigenen Sohn mit seiner Freundin, ja, Kumpelfreundin, der ist erst 9, ne, also bitte, hier und die waren super anstrengend. Die waren einfach super, super anstrengend. Und da wollte ich eigentlich Videos oben machen, während die da unten so ein bisschen rumalbern und rumspielen. Aber das ging einfach gar nicht, ne? Und abends wollte ich eine Scum-Folge aufnehmen, aber da war ich noch so ein bisschen von den ganzen Kommentaren entsetzt, dass die Folge. Ach, da wäre ich sauer gewesen, ne? Ich war ja kurz auf dem Server, hat auch gemeckert hier. Bisschen von der Community hat da was mitbekommen. Dass ich da so ein bisschen sauer drüber war, dass Strukturen und so angeprangert werden. Dabei können wir ja hier nicht viel machen, außer jetzt uns zu verbessern. Und es ist halt ein Scum-Server, ne? Mit. Ja, wir haben hier nicht so viele Möglichkeiten momentan, ne? Wir können jetzt Events machen und 20 Admins, die alles regulieren und machen, aber ansonsten läuft das ja ganz gut und ja, momentan gibt es tatsächlich auch wenig Tote und Beschwerden, ne? Wenn ich den, hat der Opa da im Log geguckt. Ist halt leider so, dass ich halt ja meine Folgen hier mache und eigentlich nicht viele Admin-Tätigkeiten übernehme. Und ich war ja der Einzige, ein paar Tage lang jetzt. Also sorry dafür. Aber wir geloben Besserung. Also wie gesagt, zwei neue Admins. Ich habe noch gar nicht Hallo geschrieben. Ich weiß gar nicht, wer da ist.
Da bin ich ganz gespannt, wie wir hier heute zurechtkommen. Ne? Ich werde heute nicht nach Hause schaffen, glaube ich. Das ist das Problem. Also Dienstag, 10:50 Uhr. Mal gucken, wer da ist. Da. Evo Drive. Moin. Und Ende. Na gut, man sieht den Chat nicht immer. Aber meine Ausdauer geht runter beim ganz normalen Laufen. Ich müsste doch einen athletischeren Typ machen, ne? Was ist denn eigentlich mit meinen. Scheiße. Oh, ich will die Sachen aber auf jeden Fall nach Hause bringen. Ich habe auf jeden Fall was im Quad gehabt und das ist auch weg dann, ne? Ich habe es ja auch sehr ausgiebig danach gesucht, muss ich zugeben. Was ist denn das da hinten? Sieht so komisch aus, wo wir drauf zulaufen. Ach, See, okay. Mein Plan wäre noch die Ortschaft. Vielleicht finden wir da ja ein Auto. Ich will, bin nicht gewollt, mir immer Sachen zu spawnen, wie Quads und Autos. Ich suche auch mal selber gerne nach was. Problem ist halt für Folgen. Dieses ganze Gelatsche ist natürlich nicht so spannend für den Zuschauer, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Deswegen steht ab und zu einfach mal so ein Quad oder ein Auto neben mir. Aber das konnte ich im Bunker schlecht vorbereiten. Cool wäre gewesen, wenn ich mir da tatsächlich einen Quad geholt hätte, oder? Und dann wham, raus aus dem Bunker. Aber das hätte der Mächter voll gehört. So, hier haben wir nochmal einen See und ich habe auch gelesen, dass Leute sich mega über Angeln freuen würden. Aber, also ich bin mir nicht sicher, aber ich kann mir schon vorstellen. Also es gibt tatsächlich doch eine Angelroute. Ne? Wir können ja mal ganz kurz gucken. Spawn. Ich mach's jetzt nicht, aber ich lese mal nur. Wie wird denn Angel? Angeln ist Angeln, ne? In Englisch, ne? Orange. Tangerine. Was ist das denn? Ich will gar nicht wissen. Also ich glaube, es gibt tatsächlich eine Angelroute. Die habe ich schon mal gesehen. Aber Angeln ist doch Angeln in Englisch, oder? Fishing. Fisch. Trap, Fishing Boot. Da sieht er so. Kann sie ja mal zaubern. Fishing Hook, ein Haken. Also, wer sich darauf freut, also das Ding gibt es tatsächlich schon im Spiel, aber es funktioniert natürlich noch nicht, ne? Ich kann es nicht mal aufnehmen. Da ist er. Select. Ne, also, das ist einfach noch nicht im Spiel implementiert. Nur so, wie es jetzt ist, ne? Da gibt es einen Angelhaken dran und dann könnt ihr damit angeln gehen. Ich denke mal, die wird auch nicht so teuer in der Herstellung sein, ne? Es liegt hier in der Angel rum. Aber die spawnt ja auch bald wieder. Gut. Also, ja, mal so eine Runde angeln, ne? Das ist mal was Feines ab und zu. Mal so richtig schön entspannen. Wir laufen mal zu der größeren Ortschaft. Na, da oben ist noch ein Airdrop, ne? Aber ich glaube nicht, dass ich irgendein Fahrzeug finde. Problem ist halt, dass jetzt nicht, wenn jetzt der Server 64 Autos hat, 64 Autos, 64 Pickups, 64 Squads da sind. Ne, das splittet sich natürlich und dementsprechend, ja, noch weniger findet man da eigentlich. Also ich habe schon ewig kein Auto mehr gefunden. Ein Pony. Reiten, ne? Das wäre auch noch was. Aber ich denke, das ist technisch schwer umsetzbar für die Entwickler. Mal gucken. Die sind ja jetzt, sag mal, die letzte Zeit ziemlich aktiv. Man kriegt immer wieder Infos von denen, was das so Neues kommt. Ne? Also das Fahrrad könnte dann sehr, sehr oft auf dem Server, finde ich, da sein. Ist aber immer ein Item, was man nicht vergessen darf. Was natürlich dann, auch wenn umso mehr sah es, mehr Performance kosten würde. Ne? Aber ich weiß nicht, was so ein Fahrrad an Performance kosten würde. Vielleicht wäre es einfach möglich. Dann bist du halt ein bisschen schneller. Ne? Keine Angst. Fury. Ja, heute gibt es keinen Sauerbraten. Jedenfalls Pferdesauerbraten. Kühe gibt es ja noch nicht. So. Eieiei. Ja, jetzt habe ich wirklich viel gequatscht, die ersten 20 Minuten. Und ja, ich freue mich auf mal gucken, wie es sich entwickelt. Was im Spiel sich noch entwickelt alles, ne? Und jetzt die Community sowieso, die ist ja sehr eifrig. Kommen immer viele dazu, neue Anfragen, viele. Über Discord auf jeden Fall. Was der Kinnick ja bearbeitet, dann schreibt den Kinnick an. Der setzt sich auf den Server. Und da zappelt ein Zombie rum. Da können wir doch mal ein bisschen Zombie-Action machen. Weil der Sound von dem Gewehr ist echt gut, ne? Ein Zombie ist ja immer eine gute Schießübung, ne? Der Knall ist sehr heftig von dem Ding, finde ich. Ja,
Oh, mein Headset richtig rum auf. Ich hatte letztes Mal schon wieder mein Headset falsch rum auf. One Audio. Mein. Eines ist kaputt gegangen. Das ist leider der Hörer abgebrochen, aber es liegt aber wahrscheinlich eher an mir. Ich sollte da kein Battlefield 5 mitspielen. Ist das ein Zombie? Das sind mehrere Zombies. Da könnte man doch mal improvisieren. Und eine Nummer sicher gehen, wenn ihr wisst, was ich meine. Ein bisschen den Zaun genießen, ja. Das ist ein bisschen kacke, wenn die... Obwohl, die sehe ich gut. Ist sehr voll, das Dorf, ne? Steht jetzt einer. Na. Also es ist wirklich relativ sehr... Boah, wie weit hat der mich denn gehört? Also das hört man natürlich auf sehr hohen Distanzen. Wie das aussieht. Ich mag Einzelfeuer. Das ist gut. Aber ich glaube, wir haben aufgeräumt ein bisschen. Können... gemütlich durchs Dorf marschieren. Ungefähr so vom Dach aus, ne? So. Hat er eine schwarze Hose an oder sowas? Die würde mir ja noch fehlen. Also das ist eine doofe Jeans. Wildschwein, der hat mich schon erschrocken. Das ist auch nur eine Jeans, ne? Nur dreckig. Also eine richtig schwarze Hose, weiß ich gar nicht, ob die überhaupt gibt. Du kannst nur so eine dreckige Zombie-Hose anziehen. So. Ein paar Ruhmpunkte. Yeah. Ich habe durch Event ja viele verloren. Oh, wir sind noch nicht fertig hier, glaube ich. Wir haben noch ordentlich Zombies hier im Dorf. Schweinchen hat Angst. Da. Schießübung. Bäh. Relativ wenig Garage, ne? Da oben. Also meine Munition 14 noch. Okay, ich verpulver aber auch immer Munition, ne? Oh nein. Ich habe wieder nicht aufgepasst. Aber Pipi machen geht schnell. So viel, dass das einfach macht, ne? Aber auch kein Zombie in der Nähe. Gott sei Dank. So, dann kacken muss er auch noch. Wenn er kacken muss und dann Zombie kommt, dann hast du den Salat. Deswegen schnell erledigen, die Geschichte. Hier sind doch einige Garagen. Aber ich werde nichts finden. Also ich habe schon ewig kein Auto mehr so gefunden. Der Opa schimpft das bestimmt wieder mit mir, weil das gibt genug Autos. Ist halt nur Pech von mir, dass ich da bin, wo keine Autos sind. Das ist der Grund. Also es gibt tatsächlich auf dem Server genug Autos finden. Auch wenn ihr mir das nicht glaubt. Muss halt nur lange genug rumlaufen. Ne? Ich laufe ja immer nur eine Stunde hier rum. Ist doch klar. Oh, kacken wir den mal hier hinter den Tresen, oder? Scooby-Dooby-Doo. Das dauert aber auch, ne? Guck, wie leicht das ist. Der nimmt total ab. Ich weiß nicht warum. 260 Kilo, glaube ich, war jemand hier auf dem Server. Schwer.
Aber irgendwann hört er ja auf, dicker auszusehen, oder? Das habe ich ja noch nie geschafft. Das Ligarischleins. Okay. Also es ist relativ nichts mehr zu finden, eher gefühlt. Oh. Oh, hat er jetzt zwei Punkte? Das verstehe ich nicht. Hör sie, sind zwei. Okay, wo kommt ihr alle her, ey? Okay, schöner Verbrauch. Metallschrott. Naja, Garagen en masse. Wo ist er? Ich habe keinen Bock, so einen Deppentod jetzt zu leiden hier. Das fehlt mir heute auch noch. Wo ist er denn? Ist hier schon nichts drin. Laut, oder? Aber man sieht hier nicht. So, wo laufe ich jetzt gerade eigentlich hin, ey? Scheiße. Hier ist nämlich absolut weit und breit nix. Scheiße. Weit und breit nix. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Hier ist ja voll wirklich gar nichts. Da oben ist auf jeden Fall ein Bunker, denke ich mal, da wo wir jetzt gerade hingucken. Da will ich aber nicht hin. Wir gehen jetzt einfach mal hier lang. Durch den gar nichts. Na, hier ist ja ein bisschen was. Da sind ja ein paar rote Punkte unterwegs. So. Von weiblichen Charakteren zum Beispiel habe ich bis jetzt auch noch nichts gehört. Ne? Das scheint wohl sehr komplex sich auszuwirken später auf den Charakteren. Deswegen haben die da so viel Arbeit mit, ne? Einfach so, bupp, den in ein Weibchen verwandeln, ist nicht drin, ne? Wenn man überlegt, die ganze Kleidung muss ja angepasst werden, ne? Die Frau hat ja einen viel schöneren Hintern als er. Und Brüste, ne? Die hat man ja in Kleidung auch. Und die müssen ja auch alles angepasst werden, die Sachen, ne? Da müssen sie ja jedes Kleidungsstück überarbeiten. Also das ist schon ein Hardcore-Arbeitsstück, glaube ich. Und dann die ganzen Bugs, die sie noch mit reinmachen müssen, ne? Ob Frauen noch ihre Periode haben? Ich glaube, das wäre zu viel Realismus, oder? Weil wir haben ja eine Lebenszeit, wenn man das hier so bestaunt. Oh, wo bin ich denn? 29? Oh Gott! Wir haben ja eine Lebenszeit, ne? Da kann man ja einen Monat haben, ne? So. Naja, das soll ja kein Lebenssimulator werden. Das ist ja nur ein. Das ist ein Sims oder so, wo man da Kinder zeugen kann. Ne? Boah, stellt euch das mal vor, wie krass krank das wäre. Da musst du 9 Monate überleben, damit das Kind auf die Welt kommt. Alter. Das sind schon psychische Gedanken. So. Eigentlich brauche ich gar nichts mehr essen. Er wird von mir aus von sich aus selber dicker, wurde mir geschrieben. Aber da wir tatsächlich immer Gewicht verlieren, ich denke, dass wir uns bewegen. Verstehe ich das nicht so ganz, warum ich immer leichter werde anstatt schwerer. Aber immer mehr Körperfettanbau einsetzt. Ne? Also ich kann mir nur vorstellen, dass das Muskeln werden. Ne? Aber boah, 35 Kilo eingelagertes Fett. Wo steht denn, wie viele Muskeln ich habe? Na, das kann ich nur kleiner machen. Gewicht. Eingelagertes Fett. Blutvolumen. Keine Ahnung, wo steht, wo Muskeln sind. Keine Ahnung. Boah, ist das einfach zu viel, ne? Naja, egal. Bevor ich mich jetzt 2 Stunden auf diesen Bild da konzentriere, gehe ich hier hoch. Und finde ein Jagdgewehr, das ich jetzt aber irgendwie gar nicht will.
Wenn ich gar nichts hätte, wäre ich natürlich happy. Lady Hunter. Der ist schon ein klotziger Klotz geworden, ne? Oder er nimmt ab bis zu einer gewissen Grenze und dann ist es einfach nur noch reines Fett, ne? Was sind der Rest dann, ne, von den 112 Kilo? Wenn 35 Kilo davon Fett sind. Knochen, Muskeln, Samenstränge. So, wo bewegen wir uns denn gerade darauf zu? Irgend so eine kleine Location. Nichts Besonderes wird das sein. Irgendein Dorf. Aber es geht auf jeden Fall Richtung Heimat. Du kannst ja wirklich überall so ein Kraftfahrzeug finden. In jeder kleinen Hütte. Ich weiß nicht, ob da favorisierte Loot-Spawns für gibt. Das ist so laut, ey. Dass sie von 8 Kilometer angerannt kommen, ne? Bitte? Boah. Zwei Bewohner waren's. Ich dürfte nur einen Schuss drin haben, ne? Hätte ich nämlich noch 6 drin, ne? Ne, 0. Das ist gut. Raus. Das da rein. Das eine habe ich leider nicht verschossen. Da habe ich wieder zu schnell auf Nachladen gedrückt. So. Jetzt zeigt mir ein Kraftfahrzeug, damit wir heute nach Hause kommen. Gar nicht so klein, ne? Ist das hier so ein Bauerndorf mit Weinreben? Heißen die Weinreben? Ich glaube ja. Hier wird also viel geweint. Witzige Tim. Früher sind die mal verschwunden, wenn man sie gelootet hat. Total verpackt, ja. Ich höre einen Zombie grunzen. Ja, aber geizige Bauern hier, ey. Aber was macht das für einen Sinn, so ein Haus zu haben? Mit einer geschlossenen Front unten. Ja, wo nicht mal einen Keller gibt. Warum gehe ich überhaupt rein? Hallo? Ich sehe den Schwamm, den wir haben. Taucht doch nicht als Balkon. Finde ein Fahrzeug. Das ist einfach ein Stall hier. Wein. Es müsste voll mit Wein sein. Dann würde ich das ganze Fass austrinken. Okay. Also ich sehe immer wieder nichts hier. Aber die Map hat viel Leben, muss ich sagen. Also überall, also du musst nicht lange laufen, bis du zu irgendeiner Ortschaft kommst oder irgendwas entdeckst Neues. Das ist schon sehr, sehr schön gemacht. Oh, ihr habt mich gehört, damit Sicherheit. Also von der Animation her sind das die besten Zombies momentan, finde ich. Na, PlayStation 4, hier ist neue, wie heißt das? Das sieht noch sehr interessant aus. Ich habe zwar eine PlayStation 4, aber ich habe keine Capture Card, wo ich wirklich richtig aufnehmen könnte aus der PS4. Ich glaube, dass ich diese auf dem... Ah, ich dachte, wäre ein weißer Vogel. Oh! Gratulation, du hast ein unschuldiges Tier getötet. Als Steam-Errungenschaft. Was ist hier denn? Hier sind ein Haufen Steine. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich den treffe, den Piepmatz, muss ich zugeben. Scheiß die Errungenschaft. So, Waffe weg. Dann geht ein langer Marsch. Jetzt los, oh Gott. Ohne wirklich ein Fahrzeug. Aber wo findet man die ganzen Autos? Wer hat letztens von euch eins gefunden? Also hier laufe ich erstmal wieder 8 Stunden in eine Richtung, wo gar nichts ist. Da ist eine Bunkeranlage.
Dann kommt da der Staudamm und dann kommt nochmal die Ortschaft, wo wir schon 250 Millionen mal durchgelaufen sind. Da unten kommt das Lager. Also, es ist nicht ganz so abwechslungsreich momentan. Also, das hört sich immer an wie ein Zombie. Das Geräusch hat eindeutig ein Mensch aufgenommen. Oh, das ist ein Zombie. Mit einem Nichts hier. Soldaten-Zombies. Aber die haben leider nie Soldaten-Loot dabei, außer Soldatenkleidung. Ne? Das ist irgendwie schade. Warum soll der nicht Munition oder sowas in der Tasche haben? Ne? Wieder kippen. Also du kannst relativ schnell aussehen wie ein Soldat hier im Spiel, was dir aber nicht viel bringt. Ne? Machen ein paar Punkte. Vielleicht kriege ich einen Fame-Point und übe ein bisschen Sniper-Schießen. Jo, zwei Stück sogar. Die gute alte SWD. Aber die M82, oder wie die auch immer heißt, das dicke, fette Scharfschützengewehr, das wird schon Krach machen. So viel kann man jetzt im Vorher schon sagen. Es gibt ja ein deutsches, eine deutsche Version davon, ne? Das habe ich schon mal geschossen bei der Bundeswehr. Also sehr stark. Sehr, sehr stark. Ein paar braune Pilze wären cool. Ne? Vitamin D. Geht gerade im Keller. Einfach mitten durch den Wald rennen. Ich will nach Hause. Ich will nach Hause. Und dort werden wir Events planen. So, ja, momentan kriege ich so wenig frei. Das ist echt schade. Es gab mal Phasen, da habe ich so viel frei gehabt, da mein Vater schon gedacht, ich habe keinen Job mehr. Und jetzt habe ich so Phasen, wo ich eigentlich nur am Ackern bin. Ne? Das ist, auch wenn ich auf der Arbeit tatsächlich meine Ruhe habe und tatsächlich die Leute um uns herum gesund sind, Gott sei Dank, habe ich natürlich dann aber hier nichts. Ne? Ich kann ja nichts für YouTube da machen. Das wäre auch zu viel, man braucht auch mal eine Auszeit. So. Aber dann, wenn ich Urlaub habe, übernehme ich mich immer mit Projekten. Immer. Also schaffe ich immer wieder ein neues anzufangen und dann, oh Gott, dann machst du 3-4 Folgen im Voraus schon. Dann muss er aber auch, wenn die vorbei sind, muss er ja wieder die nächste Folge vorproduzieren, ne? Oder wenigstens eine, ne? Und das schaffst du dann manchmal nicht, wenn du 40 Projekte gleichzeitig hast, ne? Und dann. Das müsste jetzt voll sein. Wir verdauen gerade nichts. Wir kriegen aber auch keinen Hunger. Wo ist der Kopf? Wo einer ist, können immer mehr sein. Ich lege über meine Brotkrumen hin, damit ihr wisst, wo ich lang gelaufen bin. Aber was ist das denn da? Das ist doch keine Bunkeranlage, wenn ich da hinlaufe, oder? Wir müssen jetzt einen Ort finden, wo wir uns wieder ausruhen können. Ich muss aber jetzt auch irgendwas essen. Ich mag es ja völlig, wenn der Hunger da 0% steht, auch wenn der nicht sagt, der hat Hunger. Bei den Kalorien, die wir jetzt gerade drin haben, das sind fast 800.000. Da wird der Charakter nie wieder Hunger bekommen, ja? Die gehen eigentlich nur permanent bergauf. Ich muss den Charakter einfach mal ganz lange so stehen lassen. So, wenn ich gehe vom Rechner weg und dann lasse ich den einfach stehen, dann müsste der eigentlich einfach so zunehmen, ohne dass ich was tue. So, wo wollen wir denn nächtigen? Den Bunker da nicht? Das ist, kein, ist das, ein, das muss ein Bunker sein, sieht so aus. Er lagert ja immer mehr ein, ne? Ich bin so am überlegen, ne? Was das alles soll, wie das funktioniert. Wir haben 9 Liter Blut. Fast ein 10 Liter Eimer Blut voll. Okay, dann wäre er sowieso tot, wenn er den voll machen würdest.
Ja, man muss ja halt auch nicht nur Fett essen, man muss ja Nudeln essen und sowas hier. Also das Fleisch. Aber ich will nicht so viel Proteine haben. So keine Muskeln entwickeln. Und der Nackt sieht ja schon echt seltsam aus, der Typ. Planet Zoo. Was ist Planet Zoo? Langfristige Kooperation wird mir vorgeschlagen. Also nicht für mich, vom Netzwerk. Und du musst schon wieder Pipi. A3, ja. Airdrop wäre cool gewesen noch, ne? Irgendwas. Aber wir gucken jetzt erstmal, was das da ist. Und ich glaube, in meinem Dorf, wo ich das allererste Mal ein Auto gefunden habe, werden wir uns ein Schlafplätzchen suchen, da Pipi und AA machen und uns ausruhen und morgen frisch weitermachen, ne? Ganz frisch weitermachen. Hagebudde. Ah, Bundeswehr-Anekdote. Wir hatten einen Budde, der hieß so, ne? Also nicht so geschrieben, aber der hieß halt der Budde und der war Hauptgefreiter. Und das ist die Abkürzung, ist HG. Jetzt müssen wir mal überlegen, wie wir den genannt haben. Das ist ein Mini-Dörfchen, bitte, mehr kann ich mir da nicht vorstellen. Boah, ist das eine freie Fläche hier, ey. Guck mal da, ein Airdrop. Boah, übelst weit zu erkennen. Sieht echt cool aus, ne? We need to urinate. Ich muss pipi. Ist wie wenn du mit deinem Kind losfährst, mit deiner Frau. Die Frau muss auch mal pipi. Kind muss immer pipi. Und selber muss man überhaupt gar nicht pipi, ne? Und denkst du, warum? Wir kommen gleich an diesen Ort an, der mir jetzt natürlich gleich sofort wieder einfällt, was da ist, weil ich da bestimmt schon 800 Mal war. Aber hier ganz oben, bei D4, C3, C4, D3 waren wir noch nicht so viel, tatsächlich. Hui. Hui. Und ich habe wieder eine Map nicht verlinkt mit. Ah, habe ich gestern gelesen. Also hier ist nichts. Ich bin fast da. Target engaged. Puff, tot. Ist das ja wieder so eine. Nein, ist es nicht. Weil überall auf der Map, auch auf so Hügel, findest du ja mal gerne diese Anlagen mit diesen Kanonen. Also Militärkram. Will ich natürlich auch noch gerne ein paar aufspüren. Mal gucken, so ein kleines Gehöfte einfach nur, mehr nicht. Hübsch. Ja, Autos haben sie ja alle gehabt, aber wild Schwein. Aber die sind alle kaputt. So ein komisches Haus hier wieder, ne? Ach, guck mal hier. Ist noch ein Feuer. Man sieht immer, wann das letzte Mal an war. Vor 2 Tagen und 12 Stunden. Oder einen Tag und 12 Stunden. Da will sich noch einer Ruhmpunkte sparen. Ist aber echt ein schönes Haus hier, ne? Und schöne Ecke. Hui, Abkürzung. Kannst du alles, was du brauchst, ne? Hier kannst du ein Quad reinstellen. Muss ja mittlerweile nicht mehr so große Eingänge haben. Türen als Garage. Scheint sich einer gemütlich gemacht zu haben. Upp. So, wie gesagt, Ziel ist die Ortschaft. Dann laufe ich hier. Boah, war die falsch. Oh, warte mal, Sonnenblumenkerne. Dürfte Vitamin D bringen, oder? Da vertue ich mich aber mit Vitamin K. Ich vertausche die viel, diese Vitamine hier. Ja, ist noch, also das war ja nicht wirklich viel. Das sind Sonnenblumen. Warum soll da keine Sonnenblumenkerne drin sein? Aber mein Experimenten-Epa, was ich ja noch nicht essen darf. Zum Testen, wie lange das haltbar ist, ne? Hat schon Zippel verloren. Also sie halten doch schon sehr lange. Ne, Vitamin E, ne? Was ich jetzt gegessen habe. Bringt mir nix. So, wunderschönes kleines Dorf, wo ich das allererste Mal ein Auto gefunden habe. Ich komme. Dup, 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 dup.
Braune Pilze. Oh, bei B2 zu Hause ist ein Airdrop. Ja, weit weg von zu Hause. Da suchen wir ein ruhiges Plättchen zum Schlafen in ein wunderschönes Haus mit Geräusche vom Fluss. Freuen uns auf morgen. Mit weiteren Plänen, weiteren Ideen, eventuell ein Patch. Wer weiß, vielleicht kommt ja einfach mal so wieder ein Patch. Gab's ja alles schon in Scum. Nicht immer nur freitags. Komisch, wenn ich keine braunen Pilze suche, ne, dann findet er aber keinen. Ich glaube auch Vitamin... Ist das so falsch, Vitamin D, oder? Obwohl, das ist oft so, dass ich mich da vertue. Mal schauen, wir werden schon irgendwo ein paar blöde Pilze finden, Mann. Survival. Wo seid ihr, Pilze? Ich meine, laufe ich noch in die richtige Richtung, ne? Ja. Zu dem Dorf der Ruhe. Hier kriegst du auch Zucker durch den Pilz. Aber der so viel Volumen, wenn du den isst, ist voll ätzend. Dann brauchst du eine Sekunde nicht aufpassen, dann kotzt er schon wieder. Zombie. Ganz weit weg. Auf hohen Distanzen spielt der Wind mittlerweile eine Rolle. Das wollte ich jetzt mal aussetzen, hat aber geklappt. War wahrscheinlich ziemlich windstill. Also wie man den beurteilen soll. Wie man den Wind beurteilen soll, das ist jetzt die Frage. Ne? Von wo kommt er? Pilzen aufpassen. Volumenhaltig. Ah, doch, Vitamin D. Ich hatte recht gehabt, tatsächlich. Ausnahmsweise mal. Das ist doch hier Gemüse. Knister, knister. Bärlauch. Ach, das brauchst du doch. Das nehme ich mal auch Spaß mit. Das brauchst du doch für die Würste, ne? Also das kann man, glaube ich. Nee, für was braucht man Bärlauch? Für welches Essen? Jetzt sehe ich erstmal die Felder dafür. Boah, guck mal, was für Rezepte, ey. Steak mit Kartoffeln. Ja, verschiedene Pilzarten. Auch der Fliegenpilz. Ist auch eine Zutat, der Pantherpilz, der böseste Pilz aller Zeiten. Warum braucht man den Bärlauch? Ich glaube, es gibt gerade nichts Unspannenderes, oder? Keine Ahnung. Ich esse Bärlauch. Ich esse ihn jetzt einfach so. Lauch für den Lauch. So. You need to urinate. Ja, dann machen wir es in unserem neuen Zuhause. Was ist neuen Zuhause? In unserem vorübergehenden Zuhause. Ich kann nur die Straße ein bisschen runter. Können wir auch mal die Beine in der Hand nehmen. Er kann überhaupt nicht richtig rennen. Komm schon, auf der einen Wiese da steht einfach so ein Zombie rum. Hat sich verlaufen. Horden wäre noch richtig cool. Wie gesagt, aber Performance immer gefährlich. Ne? Mittlerweile habe ich gerade Glück. Sicher, in Timmy Town wird einfach viel zu viel gebaut. Ne? Viel zu viel steht da rum, Fackeln und Schädel von allen möglichen Tieren und Menschen werden dahin gepiekst. Das geht mega auf die Performance. Der Opa schimpft auch immer auf alle, aber es wird trotzdem gebaut. Da kannst du machen, was du willst. Steht auch so viele Kisten rum und so. Oh. Hat er aber jetzt? Hat er aber Probleme, kann das sein? Ist der Natrium so hoch? Wow, 14.667. Das kriege ich doch gar nicht mehr reguliert, ey. Null. Kannst du vergessen, das kriege ich nie wieder reguliert.
Da bist der Charakter eigentlich kaputt, ne, wenn du so ein Natrium hast. Kam der denn so hoch vom Fettessen? Ich hab doch nichts Salziges gefressen. Na gut, ist überall Salz drin, ne? Ballaststoffe. 14.800. Deswegen muss er immer so schnell kacken. Vom Natrium muss er immer so schnell pinkeln, deswegen. Wir verlieren viel Wasser deswegen, ne? Deswegen wiegen wir auch so wenig. So. Und jetzt steht da natürlich ein Auto, dann kann ich nur nach Hause fahren. Wenn dieses Building hier, Base Building kommt und auch diese Forts, oder wie die Dinger da heißen, ein Fort, also diese Camps, großen Holzcamps, da müssen wir auch nochmal drüber reden dann später, wie wir das dann erlauben, wo die hingebaut werden, weil sonst wird so ein Server ruckzuck scheiße aussehen, wenn überall diese riesen Dinger stehen. Die werden wahrscheinlich auch nicht billig zu bauen sein und nur mit großen Manpower zusammen zu bauen sein. Also da wirst du schon viel Holz brauchen, denke ich mal. Und es wird nicht so einfach sein, die einfach überall hinzukloppen. Aber man muss da natürlich aufpassen. Das wird natürlich auch nochmal schwierig. Das ist eigentlich meine Unterbuchse. Ich habe gar keine Unterbuchse an. Kann das sein? Kann das denn sein, dass ich keine Unterbuchse habe? Ne? Wo die zwei, ihr wisst schon, was drin sind. Kann ich doch sagen, Eier sind ja nicht verboten, ne? Oh nein. Da ist eine Kiste drin. Raffiniert. Das habe ich irgendwann seine Kiste verraten. Na, es tut mir leid. So, wo wollen wir denn hausen? Erstmal abchecken, ob nicht irgendwo tatsächlich ein Auto bumrum steht. Und hepp. Und dann suchen wir uns ein ordentliches Schlafplätzchen. Ne? Da oben liegen auch Waffen. Aber irgendwie gar keine finden. Dann schleppe ich die ganze Zeit mit. Ups. Boom. Da ist der Meteor runtergekommen. Oh, kostet Ausdauer. Ein bisschen rumrennen. Oh ja. Das sieht doch gemütlich aus hier. Ich mag dieses Wassergeräusch. Ist einfach mega entspannend. Komisch, ne? Also, ich weiß nicht. Also, es gibt bestimmt Menschen, denen stört das auch, wenn sie dauerhaft dieses Geräusch hören. Aber es gibt ja Geräusche, die nerven. Also, Kettensäge die ganze Zeit läuft, wird sich ärgern. Aber das Ding geht eigentlich klar, ne? Also, hier will ich nicht drin schlafen. Oh, das kleine Häuschen hier nämlich. So, das sieht doch ja fast gemütlich aus hier. Von Zucker wäre mal wieder was Feines. Finde ich aber nicht. Oh, wir können aber hier pennen, ne? Pipi hat er gemacht. Kaka machen wir noch. Und dann war es das für heute. Nicht allzu spektakulär, aber es war auch viel zu klären oder zu erzählen. Was ich ja auch mal wichtig finde. Da könnte sich aber eigentlich so animationstechnisch auch echt draufsetzen. Jawohl, da würde ich mich nie draufsetzen. Würde ich, glaube ich, genauso scheißen wie er jetzt. Ich bin gespannt, wie sie das bei den Frauen machen. Die machen sowas doch gar nicht. Wie werden die das los? So, zieh dich an. 80%, 40%, super. Da können wir doch in der nächsten Folge starten. Ohne. Hab ich Tür zu. Ganz ungestört hier erstmal hinflezen. Ja. Oh, ja.